Hallo, liebe Abonnenten, und willkommen zurück zu meinem zweiten Teil 200 Abo Special. Wie ich bereits erwähnt habe, ich habe ja gesagt, dass ich dann im, mein Gott, was haben wir im Moment? Mai? Nein, was laber ich da? März, ganz ruhig. dass ich dann einen zweiten Teil rausbringen werde. Ich habe ein paar Fragen bekommen, habe diese mir auch aufgeschrieben. Ich habe sie einfach per Paint. Ich bin voll uncool per Paint. Ja, sie gemacht und werde die Fragen so nach und nach beantworten. Ja, noch eins kurz davor, wie man vielleicht sieht, ich habe schon wieder einen neuen Kanal. Ja, wer gerne wissen will, woher dieser Kanal kommt. Okay, steht ja eigentlich groß drin, Nier, aber ich kann euch gerne auch irgendwann mal mehr von Nier erzählen. Das wäre sogar ein Spiel, was ich voll gerne mal let's playen würde, aber PS3 ist leider ziemlich schwierig. Ich müsste mal gucken. Mal sehen. Naja, zurück zum Thema. Also, fangen wir erstmal mit den Fragen an. Frage Nummer 1. Hast du ein Vorbild? Let's Playerin? Ich muss ganz sagen, Vorbild nicht, weil, ja, ich will nicht unbedingt es so machen, wie andere machen. Ich finde halt manche Let's Player echt gut. Es gibt verdammt viele Let's Player, die ich viel besser finde als mich selbst. Ich glaube, das geht vielen Let's Playern so. Aber andererseits, ja, ist es mir lieber, dass ich es halt so mache, wie ich es für am besten halte. Ja, aber ich muss sagen, noch dazu, dass ich auf Let's Playen durch Waldes damals gekommen bin. Waldes gibt's ja, so viel ich weiß, nicht mehr. Zumindest habe ich ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ich fand sein Overlord-Let's Play echt super. Das wäre wohl der einzige, der mir so in den Sinn kommen würde. Okay, dann machen wir mal weiter. Mein Handy. Ruhe. Spielst du gerne Spiele, die mit den RPG Maker erstellt wurden? Was ist ein RPG Maker? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Dementsprechend, keine Ahnung, muss ich probieren. Welche Final Fantasy VII Remake-Spiel hat dir am besten gefallen? Ganz klar, Crisis Core. Brauche ich erst gar nicht lange überlegen, weil Crisis Core war einzigartig. Das haben sie unglaublich gut rübergebracht, dass man wirklich das Gefühl hatte, das ist Final Fantasy VII, weil Final Fantasy VII für mich der einzige der Final Fantasy Reihe der Teile war, das mir so ein Gefühl gegeben hat. Keine Ahnung, so ein Glücks- und Traurigsgefühl, so emotionale Welt und so. Und bei anderen Spielen von Final Fantasy hatte ich jetzt nicht so den Drang zu heulen, zum Beispiel. Aber bei Crisis Core, mein Gott, meine PSP war noch nie so nass. Ich glaube, ich habe eine ganze Packung von Taschentüchern gebraucht. Meine Güte. Okay, weiter. Du cosplayst ja. Auf welche Con wirst du dieses Jahr sein? Also, ich bin dieses Jahr, wie mittlerweile das dritte Mal oder vierte Mal, bin mir jetzt nicht sicher, auf der Animagic. Oh, die Animagic ist, oh Gott, wo ist die Animagic? Oh, ich glaube, 29. bis 31. Juli oder Juni? Nee, Juli, glaube ich, war's. Ja. Und auf der Hanami. Die ist jetzt am, ich glaube, Mai, 5. oder 5. bis 8. oder so. Irgend sowas. Da bin ich. Ja. Da könnt ihr mich so gesehen antreffen, falls irgendjemand hingeht. Man weiß ja nie, was ich cosplayen werde. Ja, was werde ich cosplayen? Einmal Aqua aus Kingdom Hearts. Ich glaube, ich habe sogar ein Bild parat. Das wäre die da. Ich habe das Bild so groß. So. Einmal die. Ja. So gesehen erstmal die. Die zweite, bin ich ganz ehrlich, die sage ich jetzt noch nicht. Das ist ein Geheimnis. Die werdet ihr dann sehen. Ich werde so oder so auf Animex dann Bilder haben. Etc. Werdet ihr das sehen. Ja. Okay. Dann mal zurück zu den Fragen. War ich denn? Hatte ich schon, hatte ich schon. Was ist dein Lieblingsgame von Nippon Ishi? Die Skyer. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Aber es ist toll.
Die Story ist super. Ja. Gefällt mir. Die Zeichnung fand ich auch toll. Besonders die Zeichnung kommt mir jedes Mal total bekannt vor. Und ich überlege jedes Mal wieder, woher kenne ich die? Das ist aber auch eine ziemlich lange Spielreihe. Gibt es ja schon seit PlayStation 1 oder so. Die finde ich toll, ja. Warum bist du da oben? Was hörst du am liebsten für Musik? Was höre ich für Musik? Also, am liebsten, ich glaube, man merkt so ein bisschen, was ich am liebsten höre. Games. Im Moment am liebsten Nier, weil Nier hat wohl die besten Tracks, die ich je in meinem Leben gehört habe. Das ist unglaublich. Ja, was noch? Ja, natürlich Metal-Musik. Da bin ich ja mittlerweile ein bisschen kritischer geworden. Eine Zeit lang habe ich einfach kreuz und quer, was Metal betrifft, angehört. Mittlerweile nicht mehr so. Mir sind, hört sich jetzt bestimmt voll doof an, die Texte oft sehr wichtig. Deswegen mein Lieblingsband ist auf jeden Fall In Flames und danach Disturbed. Die sind natürlich unglaublich. Ich vergötter Disturbed, glaube ich, jetzt 3 Jahre und In Flames, mein Gott, 5 oder 6 Jahre? Keine Ahnung. Schon ein bisschen. Und ansonsten, ja, wie gesagt, Anime und Game-Musik. Von Game-Musik am liebsten natürlich Final Fantasy VII, Nier, Wild Arms und sowas halt. Grandia ist auch, hat auch ganz tolle Tracks. Ja. Wieso verrutscht das Teil ständig? Meine Güte. Schaust du Animes? Wenn ja, welche? Also, schauen, ja. Allerdings lese ich lieber die Bücher. Ich habe büchermäßig doch schon 500 hier neben mir stehen. Verschiedenes. Darauf kommen wir später. Obwohl, ich kann es euch ja mal kurz ein bisschen durchzeigen. Ja, Claymore, Saikano. Wie ihr seht, ich habe extra eine Liste gemacht. Auch noch mit Platzierungen, weil ihr seht's. Ihr seht's gleich. Was sind meine Lieblingsfiguren? Ich hasse dieses Bild im Moment. Oder es ärgert mich. Das rutscht ganz halt von hoch und runter und runter und hoch. Naja. Lieblingsfiguren. Fangen wir mal an. Aerith. Zu Aerith muss ich ja gar nichts sagen. Aerith ist halt Aerith, ne? Sie ist toll. Engelshaft. Sie ist und bleibt meine Nummer 1. Allerdings muss ich sagen, ich habe 3 Nummer 1. Meine zweite Nummer 1. Meine zweite Nummer 1, wie sich das anhört, ist keine. Das ist aus Nier. Ich habe mich so in diese Frau verliebt. Wer Nier kennt und ihre Story kennt, weiß, wieso ich sie liebe. Wobei ich bestimmt. Ich ahne eigentlich, oder ich kann es mir gut vorstellen, dass es verdammt viele Spieler gibt, die, wenn die die Story kapiert haben und wissen, was mit ihr ist, sie danach abstoßend finden. Und das würde ich traurig finden, weil sie ist echt toll. Man muss halt, ja, mit Schimpfwörtern umgehen können, aber dadurch, wie sie sich halt ausdrückt, das gefällt mir. Sie ist für mich eine sehr starke Frau. Halt so die typische harte Schale, weicher Kern. Ich finde sie toll. Ich liebe sie. Sehr. Meine dritte Eins. Natürlich, Zack. Was soll man noch zu Zack sagen? Hallo? Zack ist lustig, ist aufbrausend, ist. Keine Ahnung. Zack ist Zack. Okay. Ja, meine zweite. Das ist natürlich jetzt Platz 2. Ist Cloud. Ja, Cloud ist bei mir nur Platz 2. Ich liebe Cloud. Ich finde ihn toll. Und seine Story und alles und hin und her. Aber. Sein. Oh Gott. Ich gebe mich am besten gleich Ritzenart. Die Nerven ab und zu, muss ich sagen. Ja, ab und zu. Aber ich liebe ihn. Okay, mein Platz 3 ist Abenox. Die Figur wird leider den meisten gar nichts sagen. Abenox ist aus Star Ocean Till the End of Time, falls irgendjemand kennt. Ich freue mich richtig arg, wenn jemand darüber mit mir redet. Ich liebe diese Figur. Er ist, ja, sarkastisch, er ist eigentlich total fies, aber ja. Ich habe halt auch seine Story freigespielt und habe ihn ja auch als meine Figur bekommen. Und ja, im Endeffekt, man kriegt halt raus, wieso er sich so arschlochmäßig verhält. Und keine Ahnung, ich finde seine Lache auch total cool. Dieses Muhahaha. Okay, ich gehe ja gerade ein bisschen zu weit.
Platz 4. Link. Oh, was soll ich zu Link sagen? Link ist. Ich bin mit Link groß geworden. Zelda war das erste Spiel, das ich je angefasst habe. Danach Final Fantasy VII. Ja, ich habe erst mit solchen Spielen angefangen. Okay, das allererste Spiel war natürlich Super Mario auf. Beziehungsweise früher hieß er noch Jumpman mit diesen Donkey Kong Fässern da, Dingsbums und. Aber richtige Spiele an der Konsole war mein erstes Zelda. Das war. Oh, Super Nintendo, ich glaube Link's Awakening. Und ja, danach mein zweites Zelda-Spiel. Oh, mein Gott. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Das mit diesem riesigen Ei. Auch irgendwas mit Links. Nee, das hieß ja Link's Awakening. Das andere hieß, mein Gott. Link to the Past. Ganz ruhig. Okay. Gehen wir mal weiter. So, Platz 4, Theresa. Ja, ich habe jetzt einfach Anime-Figuren und Spielfiguren durcheinander geschmissen, weil. Keine Ahnung. Theresa ist toll. Wer Claymore kennt, Claymore ist einer der sehr wenigen Anime-Serien, den ich wirklich jeden empfehlen würde. Na, okay, man muss ein bisschen aus. Ja, auf Monsterzwergen stehen, aber die Story, die ist so intensiv und so cool gemacht. Ist unglaublich. Ich liebe es. Ich sammle die Bücher ja. Und boah, Gott. Und die Musik. Aber eins sage ich euch. Nicht die deutsche Version angucken. Die Stimmen sind scheiße. Die japanische. Die ist tausendmal besser. Da nimmt man auch alles viel ernster. Naja, weiter. Platz 5. Kiyo Soma. Kiyo ist aus Fruit Basket. Zu Kiyo will ich gar nicht so viel sagen. Kiyo ist auch wieder so am Anfang der typische Charakter. Ich bin gemein, fies und hinterhältig. Okay, hinterhältig nicht. Aber, keine Ahnung. Ich konnte mich sehr gut in ihn hineinversetzen. Versuche ich immer ein bisschen, wenn ich anfange, Figuren zu mögen. Ja, und er ist einfach sympathisch, mir persönlich. So, Platz 6. Yasuo aus Nana. Ja, ich liebe Yasuo. Ich liebe Yasuo noch mehr als Nobu. Nobu ist toll, aber Yasuo seine Art. Der macht alles. Ich will auch so einen. Einen ganz für mich alleine. Den kann man vorschicken und der macht dann alles. Wenn er zurückkommt, kann man ihn einfach in den Arm nehmen und knuddeln. Und seine Glatze streicheln. Okay, machen wir weiter. Ich habe noch einen zweiten Platz 6, ja. Chaffee. Zu Chaffee muss ich nichts sagen. Das ist wohl eine der sehr, 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 sehr wenigen weiblichen Figuren, die ich mag. Ich muss sagen, es gibt nicht viele weibliche Figuren, die ich mag. Gerade wenn es jetzt auch noch so hyper fröhlich sind. Aber Chaffee hat das schon wieder so extrem sympathisch rübergebracht. Die muss man mögen, finde ich. Außerdem habe ich sie gecosplayt. Hallo? Wie soll ich jemanden cosplayen, den ich nicht mag? Das wäre doch doof. So. Platz 7. Aqua. Zu der muss ich auch nichts mehr sagen. Ist aus Kingdom Hearts, Birth by Sleep. Ihr Charakter ist einfach toll. Siehst du die mütterliche Seite von dem ganzen Spiel und. Ja, ich kann sie verstehen, dass sie so für ihre Freundin empfindet und. Dass sie das auch alles tut und immer das Gute klaut von denen und sich gar nicht vorstellen kann und ich finde sie toll. Deswegen Cosplay ist sie auch. Mein Gott. Noch eine 7, Sora. Ja, man merkt, ich bin ein Kingdom Hearts Fan. Ich finde Rico toll, ich finde Kairi toll, aber ich mag Sora. Sora seine, ja, aufblühende Art, die ist halt richtig toll, wie er. Ja, einerseits noch voll kindisch ist. Obwohl schon, ja, der zweite Teil ja schon, ich glaube, im zweiten Teil ist er ja schon 17 oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und, keine Ahnung. Er ist toll. Ich finde ihn toll. Ja. So, Nummer 8. Chunta. Chunta ist aus DNA hoch 2. Wer das nicht kennt, angucken. Die Story ist einfach toll. Mein Gott, ich liebe ihn. Der. Mein Mega-Playboy. Ich will nicht zu viel spoilern. Ihr müsst es angucken. Ja, er sieht ein bisschen aus wie jemand aus Dragon Ball. Ich weiß. Wenn man den Anime guckt, dann
Haben auch ab und zu das Gefühl, gucke ich gerade Dragon Ball? Aber ist nicht so. Naja, egal. Mal weiter.